Ja, heute zeige ich euch meine Frühlingsnagellacke, also die man gut zum Frühling tragen kann, wollte ich mal zeigen. Und ja, dann fange ich jetzt auch gleich an. Fangen wir mit dem, mein aller Lieblingsnagellack. Wie soll es sein? Free Hugs. Das ist, ich schreibe euch auch alles nochmal in die Infobox. Das ist die Nummer 106 Free Hugs. Ihr kennt die Farbe ja schon sehr aus meinen Videos, weil ich die öfters mal benutze. Die sieht so aus. Ist ein schönes. Ich finde, die passt Frühling ganz gut. Die Farbe. Ja. Dann habe ich. Es gibt ja jetzt von Essence in dem neuen Sortiment die Nummer 146. That's what I meant. Das ist ja hier die Farbe, die trage ich auch gerade. Das ist ja hier die. So, und dann früher gab es ja schon mal ein Sortiment im alten Sortiment. Das ist die Nummer 53. You belong to me. Das ist ja, vielleicht erkennt ihr das da so ein bisschen unter dem roten da, das ist die Farbe. Und ich finde, die sehen sich schon sehr ähnlich, ist vielleicht heller. Aber beide, wenn man beide hat, kann man die super am Frühling tragen, also die beiden dann. Dann habe ich noch eine Farbe, die ich jetzt auch gerade trage, das ist dieses wunderschöne Pastellgrün. Ah ja, das ist die Nummer 150, Upper Green Side. So, das ist geswatcht eben halt so einmal auf den Nagel, weil ich die gerade trage. Und so sieht sie eben halt aus. Finde ich auch eine super schöne Frühlingsfarbe. In Kombination, wie ich sie auch gerade beide trage, finde ich die super. Dann machen wir mal weiter. Dann habe ich einmal die Nummer 125, Absolutely Blue. Ja. Ist eine sehr schöne Farbe. Die sieht so geswatcht aus. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Dann nehmen wir den aus dem alten Sortiment. Die Nummer 96, A Lovely Secret. Der ist, also ich finde den eigentlich passend für den Frühling. Der sieht so aus. Sieht in der Kamera ein bisschen ähnlich, die beiden. Aber finde ich jetzt eigentlich nicht so. Also das ist er. Dann habe ich noch einen aus dem alten Sortiment. Die Nummer 79, Viva La Green. Die habe ich jetzt euch nicht geswatcht. Aber vielleicht seht ihr. Wahrscheinlich werden manche sagen, die ist nicht so Frühling, aber ich würde sie im Frühling tragen. Vielleicht erkennt man dadurch so ein bisschen was. Also ich würde sie im Frühling tragen. Dann noch ein aus dem alten Sortiment. Das ist die Nummer 27, No More Drama. Die habe ich jetzt auch nicht geswatcht. Die sieht so aus. Ja. Und dann noch ein aus dem alten Sortiment, die Nummer 36. Keine Ahnung, kann ich nicht aussprechen. Ja. Ist auch eine sehr schöne. Finde ich auch sehr schön pastellig. Also sehr schön für einen Frühling. Dann habe ich jetzt noch zwei von Kiko, die auch erhältlich, glaube ich, noch sind. Einmal die Nummer 345. Das ist, glaube ich, diese Farbe. Ja, das müsste die sein. Ja. Und dann noch einen von Kiko, den habe ich auch schon mal im Videos gehabt. Das ist die Nummer 372, so. Sehr schöner Hauptfarbentyp. Ach ja, da merke ich, ich habe gerade einen vergessen.
vergessen, den ich euch auch noch zeigen wollte. Ja, das ist ein Cracking-Nagellack. Finde ich ja auch mal ganz schön, wenn man eine Farbe und dann schön passt. Frühlingslack als Cracking-Nagellack. Da habe ich einmal einen von Kiko. Das ist die Nummer 607. Vielleicht bekommt man die noch. Ich habe die jetzt aus so einem Wühl bei Kiko her. Aus so einem Wühl-Dingsbumster-Kästchen da. Habe ich die hier. Und das crackelt so. Finde ich sehr, sehr schön. Auch für den Frühling mal so ein Cracking-Nagellack. Ist mal was anderes. Ja. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Tschüss!